Die Arbeitswoche ist geschafft und damit hallo und herzlich willkommen zur Freitagsausgabe der Allgäu TV Nachrichten. Das sind die Themen der heutigen Sendung. Drei tote Schafe in Immenstadt, hat der Wolf wieder zugeschlagen. Piccolina Town, Ferienprogramm in Lindau, erschafft eigene Stadt für Kinder. Und Messe in luftiger Höhe, Gottesdienst in einer Bergwirtschaft. Kaum ein Thema wird aktuell im Allgäu so heiß diskutiert wie der Wolf. Politiker, Landwirte und Tierschützer sind sich uneinig. Soll der Wolf nun zum Abschuss freigegeben werden oder nicht? Vor allem die Landwirte wünschen sich eine schnelle Einigung. Denn diese Woche kam es erneut zu einem Vorfall. In Immenstadt wurden nämlich drei Schafe gerissen. Wir waren vor Ort und haben mit den Haltern der Schafe darüber gesprochen. Hier ist es passiert. Am Montag, den 27.09.2018, haben Alexandra und Magdalena Hauf drei ihrer 13 Schafe tot aufgefunden. Die Hobby-Schafzüchterinnen halten ihre Tiere auf einer Weide in Immenstadt. Als sie am Montag die toten Schafe fanden, waren sie sichtlich geschockt. Ich war wütend und traurig zugleich. Ich war komplett aufgelöst und habe richtig Angst gehabt um unsere Tiere. Und auch um uns selber irgendwie. In dem Moment hatte ich einfach Angst. Die Weide, auf der die Tiere grasten, liegt an einem vielbesuchten Wanderweg und einem ganzjährig bewohnten Haus. Umso erstaunlicher, dass ein Tier in so einem Gebiet zuschlägt. Dennoch ist es für die beiden Oberallgäuerinnen klar, es kann nur ein Tier gewesen sein. Also wir vermuten ganz klar, dass es der Wolf war. Allein schon an den Spuren, man hat Bissspuren gesehen, die können von keinem anderen Tier sein. Ich meine, die sind sehr groß. Ob diese Annahme stimmt, prüft gerade das Landesamt für Umwelt in Kraftisried. Bis Mitte nächster Woche sollen die DNA-Ergebnisse vorliegen und für Klarheit sorgen. Sobald die Analyse da ist, wird es eine Entschädigung für den Riss der Tiere geben. Das ersetzt für Familie Hauf natürlich nicht den ideellen Wert der Tiere. Um die restlichen Schafe vor einem erneuten Angriff zu schützen, haben sie die Tiere auf eine andere Weide gebracht, die näher an der Stadt liegt. Weitere Schutzmaßnahmen sind geplant. Unsere neue Wolfsbeauftragtin, die Frau Schölzel, hat uns zugesichert, dass sie uns mit Zaunmaterial aushilft, dass man den Zaun entsprechend anders macht, hat uns dahingehend auch beraten. Wir haben sie auch eingeladen, uns dabei zu helfen, den Zaun aufzubauen. Ich denke, dann sieht sie auch mal, wie anstrengend das bei uns im Allgäu hier ist. Und das werden wir natürlich selbstverständlich jetzt momentan machen, wobei das ungute Gefühl natürlich bleibt. Und ganz sicher fühle ich mich definitiv nicht. Seit der Wolf im Allgäu für Aufmerksamkeit sorgt, fallen immer wieder Begriffe wie Herdenschutzhund und Zäune. Sie sollen den Wolf von Angriffen abhalten. Auch für Alexandra Hauf eine Überlegung wert. Also Herdenschutzhunde habe ich mich schon lange informiert über das Thema. Es ist nicht einfach möglich, so einen Herdenschutzhund oder zwei einfach zur Herde dazuzugeben. Es bedarf einer langen Vorbereitungszeit, am besten über den Winter, weil die müssen sich aneinander gewöhnen. Ich denke aber nicht, dass bei uns im Allgäu das machbar ist, weil ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt hier auf dieser Weide zwei Herdenschutzhunde dabei habe, die bellen die ganze Nacht, sobald jemand vorbeilauft, wenn Touristen oder Wanderer durch die Weide durchlaufen, was hier auch immer wieder vorkommt, ist natürlich nicht gewährleistet, dass hier nichts passiert, weil die Herdenschutzhunde, die sind natürlich auch gefährlich. Trotz dem Verlust ihrer Waliser Schwarznasenschafe und der Angst vor dem Wolf hat Alexandra Hauf eine klare Meinung, wie man mit dem Wolf umgehen sollte. Also ich bin nicht für den Abschuss von einem einzelnen Tier, einfach aus dem Geradewohl. Ich finde Wölfe wohl interessant und sehr schön. Ich denke aber, wenn ein Wolf wirklich Probleme macht, dass er ganz nah herkommt, dann muss es wirklich unbürokratisch möglich sein, dass man so ein Tier auch entnimmt. Wobei ich denke, es sind mehrere Tiere da und die anderen fallen halt nicht auf und der hier fällt halt jetzt speziell auf. Auch wenn der Abschuss von vielen Seiten gefordert wird, steht der Wolf noch unter Naturschutz. Ein Abschussrecht kann letztendlich nur das Landesumweltministerium in Zusammenarbeit mit dem Bund erteilen. Kinder, die gerade zuschauen, müssen jetzt mal kurz stark sein. Denn, liebe Kinder, die Ferien sind bald vorbei. Nur noch eine Woche, dann geht die Schule schon wieder los. Beziehungsweise für einige Kinder auch
zum ersten Mal. Die Polizei appelliert deshalb an die Eltern, fangen Sie jetzt schon an, den Schulweg einzuüben. Weisen Sie Ihre Kinder auf Gefahren hin und seien Sie ein Vorbild im Straßenverkehr. Und für alle Autofahrer gilt natürlich, Rücksicht nehmen und mit Fehlverhalten der Schulkinder rechnen, damit alle sicher ans Ziel kommen. Doch noch sind die Ferien ja nicht vorbei. In Lindau zum Beispiel ist das Ferienprogramm noch in vollem Gange. Dort hat man kurzerhand eine eigene Stadt für Kinder aufgebaut. Wie das genau aussieht, zeigen wir Ihnen später in der Sendung. Hier geht es aber gleich weiter mit Allgäu TV Kompakt. Bleiben Sie dran. Ja klar haben wir einen Grund zum Feiern. Was schön. Weil Wochenende ist. Einfach, alles passt. Zum Wohl. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie Qualitätsküchen, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passen. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich! Jeder Einzelne mit seinen Fähigkeiten. Vereint in einem starken Team. Das bringt uns voran. Teile eine spannende Zukunft mit uns und bewirb dich jetzt. UWT Level Control. Ihr Heimtier ist ein Teil der Familie. Darum geben wir ihm, was es benötigt, um glücklich und gesund zu sein. Blattner Heimtierfutter steht für Qualität. Die Natur ist unser Vorbild. Der zufriedene Kunde unser Ziel. Erleben Sie eine neue Dimension der Freiheit und Unabhängigkeit. Mit dem Moving Star, dem leichtesten faltbaren Elektromobil weltweit. Die Bedienung per Joystick ist einfach und spielend leicht. Heute anrufen und schon morgen kostenlos testen. Moving Star, Ihre neue Freiheit. Waffenbär. Das Haus der Jagd und Tracht in Kempten. Weil eine kleine Überraschung viel Freude macht. Weil Wertschätzung verbindet. Weil Verlässlichkeit Vertrauen schafft. Bringen wir mehr. Aus Überzeugung. Präg. Wir verstehen Energie. Die Kurznachrichten am Freitag. Zwei Brüder aus dem Ostallgäu und ihr Stiefvater sollen zusammen drei junge Männer brutal verprügelt haben. Sie mussten sich jetzt vor dem Gericht verantworten. Es ließ sich aber nur eine Attacke konkret zuordnen. Eine Zeugin sagte aus, dass sie die zwei Brüder gesehen habe, wie sie auf einen 19-Jährigen eintraten, obwohl er schon am Boden lag. Er erlitt dabei Prellungen, eine leichte Gehirnerschütterung und ein blaues Auge. Darum wurden die zwei Brüder vom Jugendschöffengericht wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Bezüglich der anderen Anklagevorwürfe wurden sie freigesprochen. Der Stiefvater der beiden wurde ebenfalls freigesprochen. Im Prozess habe es keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass er an einer Attacke beteiligt war. Erste Ranger nehmen Arbeit auf. Die ersten Ranger im Naturerlebniszentrum Alpin am Riedberger Horn werden ab September ihre Arbeit aufnehmen. Außerdem werden zwei Projektmanager in Obermeißelstein daran arbeiten, das Zentrum schnell zu konkretisieren. Die zwei Ranger werden im September und November schon mit interessierten Menschen raus in die Natur gehen. Ziel sei es, ihnen die einzigartige alpine Bergwelt vor Ort auf umweltverträgliche Art näher zu bringen, so die Pressemitteilung. Das Zentrum Naturerlebnis Alpin ist Teil eines Maßnahmepakets der Staatsregierung im Rahmen der Naturoffensive Bayern. Es soll einen naturverträglichen Tourismus am Riedberger Horn ermöglichen. Die Polizei konnte zwei Sprayer in Kempten auf frischer Tat schnappen.
Die beiden sollen Häuser, Unterführungen, öffentliche Gebäude, Strom- und Verteilerkästen im Stadtgebiet sowie Züge der Deutschen Bahn beschmiert haben. Schon am zweiten Weihnachtsfeiertag wurden die beiden 18-Jährigen von einer Streife erwischt. Nun wurden die Ermittlungsergebnisse vorgestellt. Demnach seien die beiden für insgesamt 65 Schmierereien verantwortlich. Das ist etwa ein Schaden in Höhe von 37.000 Euro. In den Wohnungen der zwei konnten außerdem zahlreiche Videos, Fotos, Tonträger und Techbooks, also Bücher, in denen Sprayer ihre Taten dokumentieren, sichergestellt werden. Geschädigte Bürger und Behörden können nun ihre Schadensersatzansprüche gegen die zwei Männer geltend machen. Bleibt der Flieger Horst Kaufbeuren? Bis 2024 soll der Flieger Horst Kaufbeuren eigentlich geschlossen werden. So stand es in der Bundeswehrreform aus dem Jahr 2011. Der Fliegerhorst ist einer von 50 Standorten, die jetzt wieder auf dem Prüfstand stehen. Eine Entscheidung dazu soll nächsten Jahres fallen. Das gab der Staatssekretär im Verteidigungsministerium Thomas Silberhorn nun bekannt. Derzeit bildet der Fliegerhorst in Kaufbeuren die Techniker der Bundeswehr an den Kampfflugzeugen Tornado und Eurofighter aus. Der Tornado soll ihm zufolge bis 2035 fliegen. Ab 2027 würden sie so langsam ausgemustert. Schulungen seien noch bis 2028 nötig. Ob es sinnvoll sei, diese von Kaufbeuren an einen anderen Ort zu verlegen, müsse geprüft werden. Bei einem Unfall bei Marktoberdorf sind zwei Personen schwer verletzt worden. Ein 46-jähriger Autofahrer wollte gestern Abend eine Straße überqueren. Dabei übersah er einen 19 Jahre alten Motorradfahrer, der Vorfahrt hatte. Beim Zusammenstoß wurden der Motorradfahrer und seine 17-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 7.000 Euro. In Lindau-Eschach wird es auch in Zukunft eine Postfiliale geben. Ab heute ist die alte Filiale in der Webergasse geschlossen und noch ist unklar, ab wann dann die neue ihre Türen öffnet. Der Grund, man würde kein Personal finden, so eine Sprecherin der Deutschen Post. Die neue Filiale wäre auch nur eine Übergangslösung. Eigentlich suche man nach einem Partner, der in seinem Geschäft eine Postfiliale betreibt. Sanierung Hubschrauberlandestelle. Die Hubschrauberlandestelle der Rotkreuzklinik in Lindenberg wird saniert. Durchschnittlich 50 Mal im Jahr landet dort ein Rettungshubschrauber. Die Schwesternschaft vom Bayerischen Roten Kreuz investiert dafür rund 60.000 Euro. Hintergrund ist, wie auch im Fall der Memminger Hubschrauberlandeplattform, eine EU-Verordnung aus dem Jahr 2012, die seit 2016 gilt. Dabei geht es um Standards für Start- und Landeplätze. Auch das Klinikum Lindenberg erfüllt nicht alle Vorgaben. Während der zweiwöchigen Bauphase werden am Klinikum keine Starts und Landungen möglich sein. Ein Überholmanöver kommt einem jungen Österreicher nun teuer zu stehen. 6.400 Euro muss der 25-Jährige zahlen, so die Entscheidung des Amtsgerichts in Lindau. Nach einem Überholmanöver auf der A96 Höhe Weißensberg kam es im Oktober letzten Jahres zu einem Unfall. Vor Gericht sollte nun geklärt werden, ob der Unfall durch das Überholmanöver verursacht wurde und ob der Angeklagte danach vom Unfallort geflüchtet war. Nach einer Verhandlung vor Gericht steht nun fest, der junge Mann wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung sowie unerlaubten Entfernen vom Unfallort verurteilt. Neben der Geldstrafe erwartet ihn ein 9-monatiges Fahrverbot. Riedbergpass wieder gesperrt. Der Riedbergpass wird vom 10. bis 12. September wieder voll gesperrt. Der Verkehr wird über Fischen, Sonthofen, Immenstadt, Oberstaufen, Hittisau umgeleitet. Grasgern ist damit nur von Balderschwanger Seite aus erreichbar. Nachts zwischen 19 und 7 Uhr ist für Anlieger und Pendler eine Durchfahrt möglich. Arbeiten gehen weiter. Die Arbeiten an der Umfahrung von Bertholdshofen der B472 bei Marktoberdorf gehen weiter. Die neue Brücke über die Geldnach ist soweit fertig. Eine Straße zur Erschließung des Tunnels Bertholdshofen sei ebenfalls asphaltiert. Nun richten sich die Tunnelbauer ein. Ab September beginnen sie mit ihren Arbeiten. Anfang 2019 soll dann der Tunnel für den Verkehr freigegeben werden. Außerdem wird ab Montag eine Parallelstraße zur B472 gebaut, sodass der Verkehr in der Zeit der Baumaßnahmen auf der Strecke zwischen Selbensberg und Ob ab nächsten Jahr sicher vorbeigeführt werden kann.
Das Haus Unterjoch schließt. Das Sport- und Freizeitzentrum des Bayerischen Behinderten- und Rehabilitationssportverbands begründete das aus mit einer umfangreichen Sanierung. Der bis vor kurzem zuständige Geschäftsführer teilte mit, dass der Entscheidung umfassende Überlegungen und Versuche vorausgegangen seien, das Haus zu erhalten. Man habe leider keinen Partner finden können, der es ermöglicht hätte, die dringend nötigen Instandsetzungen durchzuführen. Die Kosten wären für den Verband alleine nicht zu stemmen gewesen. Allerdings bemühe sich der Verband weiterhin um Sanierungsmöglichkeiten und Kooperationsprojekte, sodass eine Wiedereröffnung nicht ausgeschlossen werde. Großes Fischsterben ausgeblieben. Trotz der langanhaltenden Trockenheit und Hitze im Sommer ist ein großes Fischsterben in Schwaben ausgeblieben. Noch zu Beginn des Monats befürchteten Experten, dass viele Fische der Hitze zum Opfer fallen würden. Hier im Westallgäu zum Beispiel mussten Fische schon im Juli aus einem Bach umgesiedelt werden, da das Bachbett vollends austrocknete. Ein großer Knall sei aber ausgeblieben. Die nächsten Tage stehen wieder einige Eishockeyspiele an. Die Männer des ECDC Memmingen starten am Wochenende ihre Vorbereitungen auf heimischem Eis. Am Sonntag findet dann das erste Testspiel gegen den SC Riesersee statt. Die Eishockey Indians Frauen nehmen am Wochenende am Jubiläumsturnier der CSC Zürich Lions teil. Gefeiert wird das 35-jährige Jubiläum der Zürich Lions. Auch für die Joker des ESV Kaufbeuren geht es aufs Eis, und zwar heute Abend in Innsbruck. Gegner ist der HC Innsbruck. Direkt am nächsten Tag treten die Eishockeyspieler dann gegen den HC Pustertal in Bruneck an. Ja, soweit die Meldungen von heute. Jetzt noch der Blick auf das Wetter der nächsten Tage. Auch in der Nacht wird es weiter regnen. Die Temperaturen sinken im ganzen Sendegebiet auf 11 bis 13 Grad. Am Samstag bleibt es grau-regnerisch. Es wird zudem windig. Mit 13 Grad ist es im Unterallgäu und Ostallgäu am kältesten. Im Westallgäu und im südlichen Oberallgäu bewegen sich die Temperaturen zwischen 14 und 16 Grad. Nachmittags wird es nur minimal wärmer. Am wärmsten bleibt es im Oberallgäu. Ansonsten erwarten uns im gesamten Sendegebiet regnerische 14 Grad. Ihre Wanderschuhe sollten Sie die nächsten Tage vielleicht lieber daheim lassen, denn auch in den Bergen regnet es und es ist kalt. So erwarten uns auf dem Gründen die höchsten Temperaturen mit 10 bis maximal 12 Grad. Auf dem Nebelhorn ist es mit 4 bis 6 Grad noch deutlich kühler. Ab Sonntag lässt sich die Sonne dann wieder etwas mehr blicken. Uns erwarten Temperaturen von 10 bis 15 Grad, es bleibt bewölkt. Ab Anfang nächster Woche wird es dann wieder deutlich wärmer mit 11 bis 18 Grad am Montag. Ab Dienstag reißt dann der Himmel wieder etwas mehr auf, die Temperaturen steigen auf 14 bis 20 Grad. Sechs Wochen Sommerferien sind ja schon eine tolle Sache. Doch dem einen oder anderen kann in dieser Zeit schon auch mal langweilig werden. Das war in dieser Woche im Lindauer Stadtteil Oberreitnau aber nicht der Fall, denn die Kinderstadt Pikulinatown öffnete ihre Pforten. Dort durften die Kinder im Grundschulalter Erwachsene spielen und wurden gleichzeitig auch noch gut unterhalten. Was die Pikulinatown genau ist und wie sie aufgebaut ist, zeigen wir Ihnen jetzt. Jeder Tag in der Kinderstadt Pikulina beginnt mit einer morgendlichen Versammlung der über 100 Ferienprogrammteilnehmer. Da darf eine Ansprache der eigens gewählten Bürgermeister der Stadt an ihre Bürger nicht fehlen. Danach präsentieren die Helfer die Jobangebote des Tages. Was ernst klingt, ist aber nur Spaß. Niklas Rothe leitet die Spielstadt mit zwei anderen Ehrenamtlichen. Pikulinatown ist eine Spielstadt für Kinder, wo praktisch Kinder ihre eigene Stadt spielen mit eigenem Geldsystem, mit Jobs, mit einem Kaufhaus, wo Kinder Sachen verkaufen können, an andere Kinder praktisch weiterverkaufen, einem Restaurant, wo sie ihr Essen ausgeben können, verschiedene Stationen, wo sie Sachen bezahlen können. Also ein komplettes, kleines Ökosystem praktisch. Nach der Versammlung geht es erstmal an die Pinnwand mit Jobangeboten. Dort können die Kinder sich stundenweise ihre Aktivitäten für den Tag aussuchen und das Angebot ist groß.
Also wir haben praktisch die Standardstationen, die jedes Jahr dabei sind. Das ist zum Beispiel der Bauhof, die Gemeinde, die Glaswerkstatt oder auch die Küche. Und dann haben wir jedes Jahr noch spezifisch zum Thema passende Workshops. Das wäre jetzt zum Beispiel Masken bauen oder zum Beispiel auch Astronautenhelme dieses Jahr bauen. Das diesjährige Motto ist Zurück in die Zukunft. Vitus Erle, der die Kinderstadt mitleitet und genau wie Niklas Rothe selbst als Kind schon Teilnehmer war, dreht mit den Kindern einen kurzen Science-Fiction-Film. Kostüme und Masken werden dafür an anderen Stationen gebastelt, gegen Bezahlung natürlich. Also es wird vom Kreisjugendring Lindau, ist da die Dachorganisation praktisch drüber und wir kriegen auch noch Förderung von der Stadt Lindau. Aber die Helfer sind alle ehrenamtlich und was mir auch wichtig ist, dazu sagen, dass es vor allem jugendliche Helfer sind. All die meisten sind wirklich alle unter 20 und engagieren sich hier praktisch in ihren Sommerferien. Auch wenn der Aufwand groß ist und im Vorfeld viel Organisationsarbeit bedeutet, weiß der 21-jährige Student, warum er seine Freizeit gern opfert. Also, natürlich ist es immer auch irgendwo anstrengend und es ist natürlich auch ein Aufwand. Aber wenn man die ganzen Kinder sieht, wie viel Spaß sie haben, macht es eigentlich komplett wieder wett und es schon so ein kleiner Energielieferant, würde ich mal sagen, auch fürs ganze Jahr. Ja, zwar angestrengt rausgeht, aber trotzdem halt so zufrieden, dass man was Gutes gemacht hat. Obwohl das Wetter nicht ganz mitspielen wollte und Piccolina Town zum Teil drinnen stattfinden musste, tat das der Freude der Kinder keinen Abbruch. Denn sie blicken schon erwartungsvoll auf die nächsten Sommerferien, wenn ihre Stadt in Oberreitnau wieder öffnet. Sie haben eine unserer Sendungen verpasst oder möchten einen Beitrag nochmal ansehen? Kein Problem, schauen Sie einfach auf unserer Homepage vorbei. Dort finden Sie alle Magazine und Sendungen zum Nachsehen. Wir machen eine kurze Pause, liebe Zuschauer, sind aber gleich wieder zurück mit einem ganz besonderen Gottesdienst. Bleiben Sie dran. Wir leben und atmen Volvo seit über 40 Jahren. Wir kennen unsere Fahrzeuge. Das kommt Ihnen zugute. Bei der Vermittlung von Neu- und Gebrauchtwagen oder bei Wartung und Reparatur. Heinz und Marx, Ihr Volvo-Servicepartner in Kempten. Das Größte für die Kleinsten gibt's bei der Babywelt in Gersthofen. Europas größtem Fedes Babyfachmarkt. Mit Baby- und Kinderzimmern, den besten Autokindersitzen, Kinderwagen, Buggies und vielem mehr. Die ganze Welt der Babys auf über 5000 Quadratmetern. Einfach riesig und einfach zu finden im Heripark Gersthofen. Direkt an der A8 und der B2. Mit riesigem kostenlosen Parkplatz. all-in.de. Umfangreich informiert über Politik, Blaulicht, Sport, Kultur und alles, was das Allgäu heute interessiert. Spannende Themen, vielseitige Specials, exklusive Reportagen, Videos und Bildergalerien von Veranstaltungen und aktuellen Ereignissen im ganzen Allgäu. Jetzt auch direkt auf Smartphone mit dem WhatsApp-Service. all-in.de. In meiner langjährigen Erfahrung, über 33 Jahre, habe ich über 210 Kreuzfahrten persönlich gemacht, kann daher alle Kunden persönlich beraten über die Qualität, die Nebenkosten und die Ausstattung der vielen Kreuzfahrtschiffe. Erleben Sie eine neue Dimension der Freiheit und Unabhängigkeit. Mit dem Moving Star, dem leichtesten faltbaren Elektromobil weltweit. Die Bedienung per Joystick ist einfach und spielend leicht. Heute anrufen und schon morgen kostenlos testen. Moving Star, Ihre neue Freiheit. Wir bauen auf Holz. Mit Erfahrung und Leidenschaft. Modern und hochwertig. Böden, Einrichtungs- und Gestaltungsbeispiele auf 1500 Quadratmetern. Holz und Bau Esper Müller in Kaufbeuren. Ihr starker Partner für Innenausbau mit dem Naturprodukt Holz. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Hello Fit, dein Fitnessstudio. Bringe deinen Körper in Topform mit unserem abwechslungsreichen Kursprogramm und geschulten Trainern. Sport, Wellness, Sauna in einem Hello Fit in deiner Nähe. Jetzt unverbindlich testen. Musik
Gott nah sein, das ist für viele das Wichtigste bei einem Gottesdienst. Noch ein Stückchen näher kann man ihm beim Berggottesdienst sein. Ein Gottesdienst in den Bergen unter freiem Himmel, mitten in der Natur, ist nun mal etwas völlig anderes. Und genau diese besondere Atmosphäre wollten auch meine Kollegen am Hündle erleben. Allerdings hat das Wetter ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Gottesdienst hat aber trotzdem stattgefunden, und zwar an einem anderen Ort als erwartet. Mit der Gondel zum Gottesdienst zu fahren, ist eher ungewöhnlich. Trotzdem kann man im Hündle in Oberstaufen jeden Freitag diesen Weg nehmen, um die Messe zu feiern. Von Juni bis September wird dort immer um 11.30 Uhr ein Berggottesdienst abgehalten. Das Wetter spielt dabei keine Rolle. Bei Regen geht es einfach in die Bergwirtschaft. So auch an diesem Tag. Es war heute die schwere Entscheidung, gehen wir zum Gipfelkreuz hoch oder sind wir Gaststätte hier? Ob ich richtig entschieden habe, weiß ich nicht, aber es läuft jetzt so hier im Raum der Gaststätte. Ob Gipfel oder Wirtschaft, was ist das Besondere an einem Berggottesdienst? Die Weite der Landschaft, wenn man auch hier dran denkt, man schaut in die Runde, diese wunderbare Schöpfung Gottes, die man so unmittelbar erleben darf und dazu eben die entsprechenden Ausführungen, Lieder, das ist immer das Schöne bei diesen Berggottesdiensten. Die Messe in luftiger Höhe findet ja nur im Sommer statt. Nicht nur hier am Hündle, sondern auch auf anderen Gipfeln. Manfred Meyer hat schon an vielen verschiedenen Orten Gottesdienste gehalten. Alle paar Jahre ist er als Kurprediger hier und sieht dabei immer viele neue Gesichter. Es kommen also sehr viele Menschen, wenn ich dran denke, hier oder wie es war am Hochgrad-Gottesdienst mit 450 Leuten. Das war also schon erstaunlich. Also diese Berggottesdienste, einfach etwas Erhebendes. Und wenn man da mit entsprechenden Worten etwas verhelfen kann, da freut man sich auch mit. Der Berggottesdienst am Hündle ist ein ökumenischer Gottesdienst. Die verschiedenen Konfessionen des Christentums feiern die Messe also zusammen. Daher sind sowohl ein evangelischer als auch ein katholischer Pfarrer vor Ort. Diese ganz besondere Sache, die echten tiefen Zusammenarbeit, die man erlebt von dem hiesigen Ortspfarrer Wagner, wie von katholischer Seite Herrn Pfarrer Dr. Netzer. Das ist ein wunderbares Miteinander, was sich da über die vielen Jahre ergeben hat. Der Berggottesdienst ist kurzweilig. Die Lieder werden auf der Melodika begleitet. Wie hat es denn den Besuchern gefallen? Richtig auf die Natur, auf Gott, auf die Schönheit der Schöpfung eingegangen wurde. Ja, das hat mir viel gegeben, muss ich sagen. Es war fast eine Wohnzimmeratmosphäre, was ja nicht so einfach ist jetzt, ne? Aber nee, hat mir sehr gut gefallen. Der Gipfel wäre einigen lieber gewesen. War die Entscheidung für die Wirtschaft trotzdem die richtige? Die Entscheidung war schon richtig, denke ich. Außerdem vielleicht, wenn es windig wäre oder die Gipfeleinflüsse sozusagen, die beeinträchtigen das Hören und Singen etwas. Und wer Lust hat, einen Gottesdienst unter freiem Himmel zu erleben, kann ja nochmal bei schönerem Wetter wiederkommen. Ja, schönes Wetter, das wünschen wir uns natürlich auch fürs Wochenende. Ihnen dafür schon mal einen guten Start und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie morgen zum Wochenrückblick wieder einschalten. Bis dahin, tschüss.